Eisenbahnen und Radiotechnik. Nur hier bei Berger Max. Kapitän, bleibe hier. Liebe Freunde, ich möchte euch heute mal meine Schaljapin-Tour vorstellen, die ich seit 1998 habe von einem Herrn aus der in der Nähe von Mansfeld. Dürfte jetzt auch schon der zeitliche gesegnet haben. Und er wird jetzt sicher sagen, stell das mal ein bisschen leiser. Die Musik ist so laut. Nee, das kann ich nicht. Ich nehme jetzt hier ein neues Tonband auf. Ich habe das früher mit den alten Originalbändern gemacht. Die reißen und mittlerweile habe ich hier in Anführungsstrichen moderne Bänder genommen. Und ich darf hier nicht an der Lautstärke drehen. Sonst ändert sich nämlich der Aufnahmepegel. Und hier, das ist die Übersteuerungsanzeige, das zeige ich euch mal später. Und ja, hier treffen Welten aufeinander. Ich habe jetzt hier Musik aus den 50er und 60er Jahren. Das habe ich hier mit dem Computer mir zusammengestellt. Und das geht jetzt hier über diese Truhe, über den Verstärker. Und wenn das Band fertig ist, dann werde ich mich nochmal melden und euch die Truhe nochmal ein bisschen im Detail vorstellen. Hinaus aufs Meer, sie bleibt allein. Ich möchte euch jetzt kurz einmal das Tonband vorstellen in Aktion. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Ihr habt ja gesehen, wie ich alles hier überspielt habe. Und das muss man erstmal rausziehen. Das ist gar nicht so einfach. Und das ist ja ganz, ich zeige euch das später nochmal. Ich verspreche auch, ich wische nachher nochmal Staub. Wird hier ganz kompliziert das Band hier rübergelegt. Wird diese Rolle, dann hier die Tonköpfe. Wenn man das abschrauben würde, das geht jetzt hier schlecht, weil hier oben die Kante vom Radio ist, dann würde man richtig schön sehen, wie aus einem Lehrbuch handgewickelte Ton- und Löschköpfe. Hier die Tonwelle, die Andruckrolle und dann geht das hier rum und hier haben wir noch einen Schalter, das ist ganz was Besonderes. Ja, den Schalter, den muss ich hier steht, weiß nicht, ob man es lesen kann, das wird jedenfalls steht hier vor Einschalten des Gerätes Motor anschwenken. Bei Betriebsunterbrechung Motor abschwenken. Also da wird praktisch diese Welle vom Motor, da ist so rum ein Gummiring und die Kraftübertragung auf das Laufwerk wird dann mit einer Achse abgenommen und damit es keine Druckstellen gibt, schwenke ich jetzt den Motor hier an. Ja, das ist frühe 50er Jahre. Und dann schalte ich jetzt mal hier an. Also ich muss ja sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Hier ist der Schalter, also hier ist aus, hier ist das Gerät ausgeschaltet und ich darf mich, wenn das Gerät eingeschaltet ist, darf ich mich keinesfalls verschalten, sonst ist alles gelöscht. Also ich muss jetzt, wenn ich Wiedergabe mache, hier die Zwischenstellung und dann ein. Wenn das Gerät betriebsbereit ist, leuchtet es hier. Jo. So, und hier nochmal zu der anderen Sache, Übersteuerung, na, das zeige ich euch vielleicht nachher nochmal. So, die schalte ich jetzt mal an hier mit stilechter Musik. Da hören wir nichts. Ach, hier. Ja, vielleicht nochmal dazu, weil das jetzt nicht lief, da bin ich aus Versehen vorhin rangekommen. Wenn ich spule hin und zurück, muss ich das ganze Band herunternehmen und hier oben langspannen außerhalb der Tonköpfe. Dann kann ich damit spulen. Dann muss ich hier vorher auch festschrauben. Hier diese kleinen Schräubchen. Und ja, da muss man nochmal sehr vorsichtig sein. Aber es geht nicht mehr richtig. Die Kupplung, also der wickelt hier zwar straff auf, aber irgendwie die Kupplung, das geht dann doch zu schwergängig, dass ich hier jetzt eigentlich das Band zu Ende spielen muss. Beziehungsweise wenn ich spule, müsste ich das von einem anderen Gerät machen. Das ist jetzt hier nicht mehr, ich kann es jetzt auch nicht reparieren. Aber ich denke mal nach, ja, jetzt über 70 Jahren kann man damit leben. Also ich schalte nochmal an hier mit stilechter Musik, gehe hier auf Vorlauf. Irgendwo im fremden Land ziehen wir durch Stein und Sand, fern von zu Haus und vogelfrei. 100 Mann
und ich bin da frei. Das kann man so hier reinklappen. 100 Mann. Klingt das alles ein bisschen besser. Und ein Befehl. Und ein Weg, den keiner will. Tag ein, Tag aus. Wer weiß wohin. Man muss natürlich aufpassen, dass ich hier die Röhren, das ist glaube ich eine EF-13, wenn ich mich nicht irre, im Tonband, da gibt es natürlich einen starken Mikrofoneffekt, wenn ich ja lauter zu laut mache. Das ist jetzt hier Mikrofoneffekt von den Röhren, das ist natürlich nicht so schön, aber wie gesagt, man bedenke das Alter. Was natürlich jetzt hier ganz besonders ist, das zeige ich euch nachher auch nochmal, ich kann das Band rückwärts laufen lassen. Ja, das hört sich immer so an, als ob jemand nach Luft schnappt. Das ist ja auch gar nicht mal so außergewöhnlich. Beim Singen stoßen wir ja Luft aus oder beim Sprechen. Und das ist nur genau ja, andersrum. Drum hört sich das so komisch an. So, zur Abwechslung möchte ich euch jetzt mal den Plattenspieler vorstellen. Da mache ich jetzt hier mal das Fach auf. Das ist hier für die Tonbänder. Nehmen wir mal hier unten diesen Plattenteller heraus. Hier ist übrigens auch eine Steckdose drin. Nur mal so nebenbei. Kann man dann seinen Walkman anschließen, habe ich früher mal gemacht. So, ich habe jetzt hier, mit einer Hand alles ein bisschen schwierig, diesen Plattenteller, lege den hier drauf, auf die Tonwelle. Ja, alles passend hier. So, dann mache ich mal die linke Tür auf und da seht ihr gleich, warum das mein Lieblingsradio ist. Da ist nämlich die Hausbar drin. Aber gut, Alkohol ist ja ungesund. Also greife ich jetzt mal hier zu den Schallplatten hier und werde mal eine Platte auflegen, die sicherlich die meisten hier zwischen Ostseeküste und Mittelgebirgen kennen, den Sänger aus den 50er Jahren. So, dann schalte ich hier auf TA. Da ist jetzt hier keine weitere Elektronik, außer das Radio, das an ist. Und da ist hier der Tonarm, ein Magnetsystem drin. Und hinten drin ist noch ein schöner Travo dafür, zur Anpassung. Und zur Schneidlinienkurvenanpassung, oder wie das heißt, komme jetzt hier auf das Wort. Und ja, wenn mal wieder irgendein Defekt ist und ich muss hier ran an die Truhe, werde ich euch auch die mal von hinten zeigen. Aber diesmal nehmen wir bitte von vorne vorlieb. So, also, also Rücklauf wäre jetzt hier nicht sehr sinnvoll. Ich drehe also vorwärts. Das mit dem Motor anschwenken, das gilt natürlich hier auch. Der ist jetzt an und ihr seht ja, drehen sich dann auch diese ganzen Teller mit hier von dem Tonbandgeräten. So, ja, dann mache ich ja ganz einfach drauf. So. Kleines Haus am Wald, morgen komm ich bald, wenn alle Glocken erklingen im Tal. Glück und Sonnenschein ziehen bei dir ein. Das alles gibt's nur ein einziges Mal, wenn ich schlafen geh. Ja, ich denke mal, das reicht. Ihr habt alle erkannt. Herbert Roth und Waltraud Schulz hier noch auf Schellack aus den 50ern. Und wenn ich jetzt hier übrigens einen Tonmann mitlaufen würde lassen, dann kann ich auch hier aufnehmen. Und bei der Aufnahme, dass ihr das jetzt hier sieht. Steuerungsanzeigen mit einer Glimmlampe. Und ja, also ich habe festgestellt, es macht Sinn, wenn es ein kleines bisschen leuchtet. Aber wie gesagt, ich muss dann immer volle Lautstärke hier mithören.
So, ich denke mal, das reicht vom Plattenspieler. Also Endabschaltung hat er nicht, das muss ich ja alles dann mit Hand machen und muss dann hier wieder auch ausschalten und die ganze Sache von Hand abbauen. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie man hier ein Tonband auflegt. Ich habe dazu mal meine Stirnlampe hier aufgesetzt, damit ihr hier nachher richtig gucken könnt. Und ich habe nur mal zur Information, das Band, was ich hier bespielt habe, das habe ich hier gemacht mit, in Anführungsstrichen, modernem Band. Hier mit 360 Meter, 720 Meter. Das läuft dann eine Stunde, weil das die Geschwindigkeit von dem Tonband ist ja 19 cm pro Sekunde und nicht 9 wie hier. Also muss ich zwei Bänder da aufkleben, also umspulen auch, weil da die Schicht genau auf der anderen Seite ist, ähnlich wie bei der Kassette, nach außen statt nach innen. Und das Band ist natürlich dünner und dann auch wirklich sehr geschmeidiger hier. Und deshalb ist auch die Spule nicht so voll. Während ich hier, wenn ich ja dieses Originalband aus den, ja, ich denke mal 15 Jahre habe, das ist natürlich sehr reißanfällig. Hier hat schon mal einer geklebt mit Heftpflaster, nicht sehr professionell. Und ja, das ist natürlich auch, die Qualität ist wesentlich schlechter als das, was ich gerade hatte. So, jetzt will ich das mal auflegen hier. Also den Motor habe ich schon angeschwenkt. Jetzt mache ich erstmal den Arm hier zur Seite. Mache hier, das ist jetzt mit einem Arm natürlich alles noch komplizierter. Lege das jetzt hier drauf. Ich muss jetzt mal gucken hier einmal. Spanne das jetzt hier über diesen Spannhebel hier. Könnt ihr es sehen? Schwierig. So. Also ich stelle mir mal vor, man hatte da irgendwie das bei einer Feier, wollte ein bisschen tanzen und Musik und macht das im alkoholisierten Zustand. Ist eigentlich nahezu unmöglich, selbst mit zwei Händen. So, jetzt machen wir das hier durch die, nehmen wir das hier rum, in die Köpfe hier lang. Halt, ich muss jetzt hier natürlich ausschalten. So, und gehe dann, das ist kompliziert. Hier, so, jetzt habe ich es. Gehe hier rum. Ja, jetzt fehlt natürlich noch die zweite Spule. Nehme die hier. Wo ist sie denn nun? Hier drauf. So, mache das jetzt hier mal rum. Ich nehme jetzt mal nicht allzu viel Rücksicht auf das Band, weil das ist ja sowieso, ach Gott, ich weiß nicht mehr, was hier drauf ist. Ich mache das jetzt mal einfach hier. Ja, im Hintergrund läuft Radio DAC. Ich schalte jetzt immer noch Vorlauf. Ja, es fängt sich so. Ich weiß jetzt ja gar nicht, was drauf ist. Ich schalte mal einfach hier auf Wiedergabe. Ich muss jetzt warten, bis hier die Netzglimmlampe leuchtet. So, schalte ich jetzt mal an. Mal sehen, was hier passiert. Denn die IG Metall hat angedroht, sollte auf. Und ja, ihr hört mich selber. Was sagt man mal bei solchen Mikrofonen? Proben 1, 2, 3. Ich versuche mal mit dem Osterzählern von Goethe. Vom Eis befreiten Strom und Bäche vor. Das habe ich schon mal vor längerer Zeit gemacht als Probe. So, ich kann jetzt natürlich UKW aufnehmen. Da drücke ich dann auf UKW. Und ja, das glaube ich, das habt ihr alle schon mal gesehen, das könnt ihr euch vorstellen. Und dann natürlich auch wieder anhand der Lautstärke stelle ich dann dir die Aussteuerung am Gerät ein. Aber ich zeige euch mal hier ein schönes Mikrofon. Hoppla, das war das Kabel. Also das ist ja auch aus der Zeit, war wahrscheinlich original dazu. Hier hinten, ne? Irgendwo steht doch drauf. Ah, hier, RFT. Ja, wunderschön. So, ich glaube, die Lampe, die kann ich jetzt mal ausschalten hier. Hier ist jetzt dieser Stecker, ich weiß nicht, ob das unter die Rubrik Siemens Stecker fällt. Und den mache ich mal hier rein in diese wunderschöne Mikrofonbuchse. Aha, so. Ich mache jetzt mal eine Aufnahme. Ich muss jetzt erstmal hier schalten auf Mikrofon. Ja, er hört, es funktioniert. Und dann gehe ich auf Vorlauf,
muss jetzt noch das Mikrofon zum Mund führen und aufpassen, dass hier nicht so brummt. So, ja. Hoppla. Ich gehe mal zu. Weiter vom Lautsprecher weg. So, was sagt man jetzt bei Mikrofonproben? Die meisten sagen immer 1, 2, 3 oder ich zähle zur Abstimmung. Nun, ich könnte jetzt den Zauberlehrling aufsagen, aber den habe ich jetzt im Moment nicht drauf. Man hört ja auch den Mikrofoneffekt wahrscheinlich ja von der Röhre, von der EF13. Und ihr hört mich ja auch doppelt, einmal direkt über das Mikrofon hier von der Kamera und einmal unten vom Lautsprecher. Und ich sage mal ganz einfach, was mir gefallen würde, wenn ich hören würde, dass die grüne Partei verboten worden wäre. Das würde mich richtig freuen. Das ist eine schöne Mikrofonprobe. Und dass alle Mitglieder bzw. Repräsentanten dieser Partei, nee, das verkneife ich mir jetzt. So, das war jetzt die Aufnahme und ich schalte jetzt mal ab. Also wie gesagt, die Aussteuerung ist jetzt hier wieder über diesen Lautstärkeregler. Das ist das Problem. Und ich schalte mal ab und wir hören uns mal diese Aufnahme an. Na, kriege ich das jetzt hier hin? Einer Hand. Jo, erstmal auf Halt. So, und wenn ich jetzt Wiedergabe machen will und will zurückspulen, muss ich hier zwingend auf Wiedergabe gehen oder besser auf Aus und spule dann zurück. Und das kann ich jetzt natürlich hier nur langsam machen in Echtzeit. Ich ziehe jetzt mal schon mal den Stecker heraus. So. Und lass das mal erzählen. Dann müssen wir noch ein bisschen zurückgehen. Ich mache das jetzt mal. Das bin ich rückwärts. Also die Aufnahme hat funktioniert, wie ihr hört. Und er hört mich ja auch wieder die Luft ausatmen. Ja, er ist ja am Sprechen, atmet man aus und ja, rückwärts. Und das ist ja ein schöner Effekt. Habe ich so viel erzählt? Weiter vom Lautsprecher weg. So, was sagt man jetzt bei Mikrofonproben? Die meisten sagen immer 1, 2, 3 oder ich zähle zur Abstimmung. Nun, ich könnte jetzt den Zauberlehrling aufsagen, aber den habe ich jetzt im Moment nicht drauf. Man hört ja auch den Mikrofoneffekt wahrscheinlich ja von der Röhre, von der EF13. Und ihr hört mich ja auch doppelt, einmal direkt über das Mikrofon hier von der Kamera und einmal unten vom Lautsprecher. Und ich sage mal ganz einfach, was mir gefallen würde, wenn ich hören würde, dass die grüne Partei verboten worden wäre. Das würde mich richtig freuen. Das ist eine schöne Mikrofonprobe. Und dass alle Mitglieder bzw. Repräsentanten dieser Partei, nee, das verkneife ich mir jetzt. So, das war jetzt die Aufnahme und ja, ich gut, okay. Schalte jetzt mal. Ich schalte hier mal aus, dass ich mich nicht weiter hier um Kopf und Kragen rede. Ich möchte euch jetzt einmal das Radio dieser Schaljapin-Truhe vorstellen. Also ich glaube, ich brauche sie nicht umbenennen. Denn Schaljapin hat die meiste Zeit seines Lebens im westlichen Ausland gelebt und hätte sich sicher auch von Putin distanziert. Also behalte ich den Namen mal bei. Also, Spaß beiseite. Diese Truhe kam raus, um 1954. Soll damals 3.500 Mark gekostet haben, wie mir der Vorbesitzer sagte. Er kam als mittelloser junger Mann damals aus Schlesien nach Ermsleben hier bei Hettstedt. Und hat sich dann ein paar Jahre später diese Truhe kaufen können. Das war teurer damals als der erste verkaufbare Fernseher, der Rembrandt mit, ich glaube, 1.500 hat der gekostet damals. Also das war eine Menge Geld und eingebaut wurde hier. Und diese Stassfurter Truhe wurde dieses Gerät hier, dieser Stern 4U65, das ist natürlich jetzt nicht so ganz so schön. Das war das erste Gerät in der DDR wohl, was es gab mit eingebautem UKW-Teil. Nun muss man sagen, das UKW-Teil hier ist mit einer ECH11 bestückt. Ich habe das ja schon umgerüstet, modernisiert auf eine ECH81 mit einem Adapter. Und die Röhrenbestückungen sind auch Mischröhren, also es sind amerikanische und harmonische Serie hier drin. Also amerikanische Röhren natürlich hier in Form, wurden ja auch dann nach dem Krieg in der DDR gebaut, dann auch für die Sowjetunion, die hatten ja amerikanische Röhren. Und das Gerät, also ich muss dazu sagen, später wurde das auch gebaut mit den Onyx-Geräten. Die waren natürlich wesentlich besser, die Geräte, aber das ist natürlich hier ein besonderes Teil hier, was ganz selten ist. Und also wir haben jetzt hier natürlich die klassischen Bereiche Lang-, Mittel- und Kurzwelle. Die Kurzwelle ist gespalten, hätte ich fast gesagt, gespreizt hier auf drei Bänder.
Und UKW geht ganz offiziell hier bis 102 MHz. Dazu komme ich gleich. Ich bin jetzt ja erstmal auf der Kurzwelle. Also in den anderen Bereichen ist natürlich nicht viel los. Und hier ist Kurzwelle Sonntagnachmittag. Und hat natürlich auch ein magisches Auge. Und ich habe jetzt hier die 60-70 kHz eingestellt. Und kann ich euch gleich mal meine Antenne zeigen, nochmal hier meinen kleinen Kurzwellenrahmen hier als ein Fahrradfelge und naja, dieser nicht ganz professionellen Auskoppelschleife. Also wenn ich jetzt hier mache, die wird mit 10 Kilowatt gesendet jetzt. Ich kann zwar was hören, aber es ist doch alles sehr, auch mit einem längeren Draht, viel, viel Rauschen. Ach, jetzt. Ich stelle das mal nach Gehör ein. Und die hat wieder meine Nachbarin unter mir die Beleuchtung im Korridor eingeschaltet. Aber man hört schon, dass es über diese Schleife doch besser geht als mit einer Drahtantenne. Und der große Nachteil dieses Radios sind die Kontakte, die muss ich alle paar Jahre mal machen. Und die schalte jetzt mal hier auf UKW und hoffe, dass das funktioniert. Da habe ich immer sehr große Kontaktprobleme. Heute zum ersten Mal. Ja, das scheint zu gehen. Und das Problem ist natürlich jetzt, hier ist eine Variometerabstimmung. Der Frequenzbereich stimmt nicht mehr. Ich habe mir ein paar Striche gemacht. Und früher war halt mein Kabel, aber Vodafone hat ja nun die ganze UKW-Sache rausgenommen. Da waren schöne Pegel, da konnte man alle Sender wunderbar hören. Aber ich habe mal nachgefragt und da hat man gesagt, dass die von mir gewählten Volksvertreter im Landtag dafür gestimmt haben, UKW zu entfernen. Also das nochmal zu unserer lebendigen Demokratie in unserem Lande. Also ich habe hier nur einen kleinen Bereich, das geht hier ungefähr bei 97,4 los und endet bei 104 MHz. Und ich habe hier dran eine auf dem Dachboden UKW-Schleife mit einem Verstärker und habe dann nochmal vor dem Radio einen kleinen UKW-Verstärker, der 20 dB macht. Original war das auch vorgesehen, dass da ein Röhrenverstärker drin war. Also das ist sehr, sehr, sehr unempfindlich. Und wenn ich verschiedene Pegel habe, höre ich über in den schwachen Sendern, höre ich dann immer einen starken Sender. Ja. Das magische Auge habe ich schaltbar gemacht. Also das ist jetzt hier das lauteste von einem schwachen Sender. Und das ist jetzt hier Radio Sachsen-Anhalt auf der 106, 100,8 und 100,8 glaube ich war es, vom Petersberg. Und der Klang ist natürlich wunderbar, wenn alles funktioniert. Wir Frauen müssen zusammen. Haben Sie beim Kran stehen nicht? Geschlecht. Der Deutschlandfunk. Braucht Mensch das? Die Leute meinen es nicht böse. Das ist die 102 von Magdeburg hier, vom Froserberg. Und denken, Sie geht wissen, auch nicht ganz so laut. Und am besten, ich habe ja früher immer viel MDR Kultur gehört, ist natürlich jetzt hier. Wurde zum Meister der Sinfonie. Der ist natürlich voll Bums da. Heute entdecken wir auch die Schönheit seiner Anfänge. Anton Bruckners wahre erste Sinfonie. Die Sinfonie klingt natürlich F-Moll. Fantastisch. Im Konzert mit dem MDR Sinfonie. Hat leider keine Höhen- und Tiefenregelung, sondern nur eine Klangblende, die jetzt auch gekoppelt ist hier mit der Bandbreitenregelung auf AM. Aber ich schalte jetzt nochmal um auf die Kurzwelle. Ich muss jetzt hier natürlich noch ans andere Ende drehen. Ich hoffe, dass... Ei! Das kommt mir doch bekannt vor. Alle Hits. Ja, hier kann ich jetzt hier noch mal drehen, da sieht man es auch am magischen Auge. Ja. Kann man hier auf Maximum einstellen.
Radio. Wenn ich jetzt hier, sieht man auch, dass es die Bandbreite ist. Ich gehe jetzt mal an den Rand. SM Radio Dessau im November 2023. Ja, ich gehe jetzt immer. Und ich gehe jetzt mal wieder auf, mach die Bandbreite größer. Hört ihr, also. Und das deutsche Tanz- und Unterhaltungsorchester, kurz DTUU. Mein Vater hat wieder einen interessanten Bericht vorgestellt. Wenn ihr diese Sendung hört, dann schreibt uns doch bitte einen Empfangsbericht. Diesen schickt ihr bitte an maxberger@smradio-dessau.de oder per Post an Max Berger in die Saalestraße 44 in 06846 Dessau. Ich wiederhole nochmal, maxberger@smradio-dessau.de oder per Post an Max Berger in die Saalestraße 44 in 06846 Dessau. Auf unserer Internetseite www.smradio-dessau.de findet ihr immer unsere aktuellen Sendezeiten. Erstausstrahlungen sind rot markiert, sowie weitere Informationen. Ihr könnt jetzt auch wieder Eisenmann-Kalender, selbstgemacht natürlich wieder von mir, auch selbstgemachte Eisenmann-Fotos von mir aus meiner Hand und meiner Kamera bestellen. Ein Tischkalender im Format von A5 könnt ihr für einen Selbstkostenpreis von 10 Euro haben und einen Bandkalender im A4-Format von 15 Euro zum Selbstkostenpreis ebenfalls. Schreibt das einfach mit in euren Empfangsbericht rein und bitte schreibt dazu, welchen Kalender ihr wollt. Das hat letztes Jahr nicht ganz so geklappt. Und ab kommender Woche, dem 19.11.2023, da könnt ihr euch dann anmelden für unser zweites Hörertreffen hier in Dessau. Und kommende Woche am 19.11., da feiern wir auch Geburtstag, unser 7-jähriges Bestehen von SM Radio Dessau. Dieses wird gefeiert von 12 Uhr bis 14 Uhr nach Weltzeit auf der 6095 kHz mit 100 kW. Und wir senden wieder über die alte Drehstandantenne. Liebe Freunde von SM Radio Dessau, heute bin ich wieder tief in den Keller meines Archives gegangen und möchte euch ein ganz spezielles deutsches Orchester vorstellen. So, und da das aus den 40er Jahren ist, werde ich jetzt hier mal ausschalten und werde mir das anhören über dieses alte Telefongerät aus dem Jahre 1938.